Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch. Mit mir den Stevie auf Feld 34 am Flügen. Die Zuckerrübenernte war ja abgeschlossen. Wir gehen jetzt rüber zum Feld mit den Zwiebeln. Da haben wir, glaube ich, auch nur ein Feld. Und ja, aber da müssen wir ja den Holmer umrüsten. Den habe ich schon zur Werkstatt geschickt, zum Haupthof, weil ja da dann das Schneidwerk ist. Müssen wir gleich mal austauschen. Er ist noch nicht da. Auf gutem Weg dahin. Dann können wir noch mal, ja, hier Hackschnitzel. Ich hoffe, ich kriege die noch bei Pellets unter. Dann werden wir den mal leer machen. Süden ist richtig. Pellets. Schüttgut Eingang. So, dann können wir den Traktor nämlich auch wieder hinstellen. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Dann sind wir hier mit dem Traktor auch wieder frei. Irgendwelche Herbizide oder so zu transportieren sehe ich jetzt nicht. Aber Saatgut. Saatgut, Tomaten. Das könnten... Nee. Den stellen wir mal hier drüben hin. Anhänger, Anhänger, Anhänger. Steht da drüben. Die Deichsel sehen wir noch. Dann können wir dann den voll machen mit Saatgut und verteilen dann dementsprechend. So, dann machen wir hier los. Gucken, was haben wir denn hier noch? Oh, ein bisschen was haben wir noch. Aber ist auch in Produktion, oder? Ja, zwei Sachen. So, dann fahren wir mal zu den Gewächshäusern runter. Blumenkohl, Palettenausgang. Nehmen wir mal dahin, da schüttest du mir das auf jeden Fall nicht rein. Dann können wir das selber organisieren. Ja, der wartet auf den Flug, aber das dauert noch einen Moment. Mais angeliefert. Können wir hier noch was reinfüllen? Wahrscheinlich nicht. Erst nach 18 Uhr. Und hier geht noch mal eine Lieferung Stroh zum Hühnerstall. Der Hühnerstall 5000, da können wir einmal reingehen. Ne, hier unten hin bauen, weil den wollen wir auch noch umbenennen. Wo ist er denn hier? Umbenennen. Die 5000 kommt weg. Da machen wir eine 1 hin. Und Fett machen wir auch weg. So. Ändern. Zack. Dann sollte da oben auch jetzt stehen. Hühnerstall 1. Braucht Nahrung. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja auch eben machen. Das war irgendein Abware. Aber ich musste den Zuckerrübenernter ja hier hinbekommen.
Können wir den auch eben mal für was anderes nutzen. Dann hat er da den Platz. Weil sie repariert und getankt ist er, glaube ich, schon. Das habe ich nämlich beim Zentrallager gemacht. So, Weizen, nein. Einmal nochmal Gerste. Ich hoffe, die kommen damit ein paar Tage aus. Sonst muss ich vielleicht noch Getreide einkaufen. Weil verhungern lassen wollen wir sie ja nicht. So, da ist er. Da können wir uns eben mal das Schneidwerk holen, weil der muss wieder zu Feld 12. Einen Abfahrer habe ich ja schon hingeschickt. So, einmal zu Feld 12, bitte. Saatgut ist, glaube ich, noch nicht hier. Das dauert noch einen Moment. Eiermäßig sieht es auch noch nicht so rosig aus. Der sollte aber jetzt oben rausfallen. Dann kann er auch wieder dahin fahren. Ich glaube, das war der zweite von den Vollmer-Geschichten. Kriege ich die noch niemals hier rein? Ja, dann wartest du mal einen Moment. Wie viel sind da noch drin? 6000. Brauche ich den jetzt momentan? Komm, du kannst mal, du machst den mal leer beim Haupthof. Da gucken, ob du das auch machst. So, den sollten wir mal an der Seite fahren. Das ist eine zweite Abfahrer. Setzen wir den hier mal an der Seite, dann können wir ihn gleich noch losschicken. So, das zweite Maisfeld ist in Angriff genommen worden. Da ist der Abfahrer auch noch nicht wieder hier. Doch, da drüben steht er. Haben wir schon mal abgetankt? Muss wohl. Ja, muss er wohl. Aber gut, hat ja funktioniert, so wie es ausschaut. So, der hat auch gut schon das halbe Feld. Ja, da steht noch Fahrzeug, genau. Da müssen wir jetzt drauf achten. Aber wir sind ja fast da, da können wir fast selber hinfahren.
Wir sind ja eigentlich fix unterwegs mit 43 km/h. Können wir den eigentlich schon mal aufklappen? Wir haben ja keine Unterführung, wo wir drunter müssen. Also kann das schon mal passieren. Lassen wir den auch vorbei. Ja. Da hat er. Kam erst sehr spät, habe ich gedacht, ne? Passiert da noch was? So. Alte Kurs rausschmeißen, neuen setzen, 6 Vorgewende. Passt. Und starten und gib ihm. 12 steht, ist richtig. Da mal einmal raus und den ersten Abfahrer schon mal einstellen. So, die bringen wir. So, Feld 12 ist richtig. Bringen wir zur Gemüsefabrik, glaube ich. Eine Tour oder ein Fahrzeug. Ist Mitte. Gemüsefabrik. Schüttgut-Eingang. Da kannst du... Das ist ja gleich hier gegenüber. Können wir Zwiebelsack produzieren? Haben wir noch Zwiebeln? Ist die Produktion am Laufen? Ja, läuft auf jeden Fall. Wir haben auch noch 434.000 hier drin. 1,2 Millionen haben wir Platz. Also sollten wir hier einiges reinkriegen. Mal gucken, wo ich den anderen hinschicke. Wo brauchen wir noch Zwiebeln? Ich würde den anderen dann ins Lager fahren lassen. Der am Haupthof steht, glaube ich. Das ist der nämlich. Oh, hier kommt er nicht weiter. Wir hier mal einmal rum. Und dann weiter bitte. Oh, er ist auch schon da. Jetzt müssen wir gucken. Was haben wir gesagt? Saatgut, Tomaten. Gülle ist voll, okay. Das müsste der eigentlich sein, ne? Tomate ist richtig. Wie viel Saatgut haben wir noch hier? 1000. Das könnte der sein. Ich glaube, da können wir hier ein bisschen was reintun und drüben, was haben wir hier? Ein Saatgut, da haben wir wenigstens noch 5000 drin.
Hier gegenüber ist genügend drin. So, haben wir denn noch einen, wo es auch so bescheiden aussieht? Da ist ein bisschen was drin. Da ist sehr viel drin. Brauche ich gar nicht gucken. Sind eigentlich alle gut gefüllt. Ich weiß, ich kriege überall was rein. Aber wollen wir ja nicht voll machen. Wo war wenig drin? Sind drin 9000, 8000. Ja, dann ist, glaube ich, der vordere. Also hier haben wir was eingefüllt und hier auch. Auch 9000 und hier drüben waren nur 5000. Dann machen wir hier noch ein bisschen rein, so. Die werden wir hier vorne eben ein bisschen noch mal aufteilen. Und dann kann er wieder zurück. Sägewerkpaletten. So. Dich brauche ich nicht. Dich auch nicht. Du hast Arbeit. Da ist nach 6. Der Roboter ist noch nicht unterwegs. Das ist gut. Aber dich müssen wir auch gleich voll machen. Kannst du schon mal fahren. So, und du hast hier alle deine Ladungen abgeliefert, genau. Und wir haben schon 10% Gesundheit, ist ja schon mal was. Dann würde ich sagen, du fährst zur Werkstatt, Haupthof. Und du machst dann, hilfst dann den... bei der Zwiebelernte. Das ist Feld 12 und das geht dann ins Lager Mitte. Eingang. Na, kommst du noch? Ui, jetzt ist aber... Oh oh. Ja, dann lass mich hier mal rum. Ihr beiden kommt euch nicht in die Quere, aber er war halt etwas zu früh losgelassen. So, du hast abgeliefert, da kommt auch gleich der andere. Gülle können wir dich nicht gebrauchen, also kannst du zum Zentrallager Werkstatt fahren. Kommst du da rum? Ja, er dreht ab. So. Nee, den brauchen wir nicht. Ich muss hier bleiben. Weil für Gülle haben wir ja ein anderes Fahrzeug. Na, zack. Einmal hier durch. Ja, legt euch hin. Wird dunkel. So. Einmal umwechseln. Hängen wir ab. So.
Kuhstall Klein Gülle. Müssen wir zu Tiere gehen. Gülle-Ausgang. So. Gülle steht, also können wir den schon mal loswerden. Dann würden ihn sagen, wir fangen, bringen die ersten Ladungen zur. Warum machst du jetzt den falschen leer? 2 Megawatt Anlage zur BGA. Ich habe auch groß gestellt, okay. Wir müssen aber zu klein, ne? Kuhstall klein, genau. Gülle dahin. Ja, gut. Haben wir da ein bisschen mehr Luft. Der Drescher fährt aber noch, ne? Ich sehe ihn jetzt nicht. Hier können wir einmal auffüllen. Heu. Silage. Und dann Stroh. Ne, Stroh. Da ist Stroh. Oh oh. Futter ist, aber keine Mischstation. War das doch zu viel? Jo. Wir haben nur keine Silage eingefüllt. Habe ich mich da so verguckt? Dann machen wir den noch mal leer. Ich glaube, das können wir hier, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, als was er das alles zählt, aber... Futter können wir ja da nicht einlagern. Also nochmal. Wir fangen mit Heu an. Dann Silage. Und dann Reststroh. Und so. Passt das auch mit dem Klicken? Tanken. Oh. Wir sind hier ein Stück im Weg. Oder liegt das an dem... Nee. Oh, der andere kommt auch schon. Der sollte aber jetzt gleich aufs zweite Vorgewende fahren. Dann könnte er da auch problemlos nochmal abtanken und voll werden. Der ist auf dem Rückweg, da brauchen wir nichts, hier auch nicht. Ach, der will sofort abfahren, okay. Aber hier seitlich müsste, glaube ich, noch eine Ausfahrt sein. Oder sind wir da schon vorbei? Aber der hat ja nicht weit. Ja, hier vorne müsste. Biegst du jetzt ab? Nein, da ist gar keine. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen dich mal raus.
Dann setzen wir den einmal rum und dann kann er die ersten Zwiebeln wegbringen. Die beiden stehen sich auch gegenüber und keiner gibt nach wahrscheinlich. Ja. Damit es hier weitergehen kann. Du müsstest ja... So, der Roboter müsste noch da stehen, genau, den... Wir hatten ja leer gemacht. Da wollte ich nämlich auch gerade sagen, wo, weswegen stehst du da? Feld 12 ist richtig. Hey, 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 hey. Warum? Ich glaube, der braucht ein bisschen Platz. So, natürlich ist noch keine Gülle abgeladen worden. Hier sind aber die ersten Zwiebeln angekommen. Will mal gucken, wo ist denn der Güllefahrer? Könnte hier sein? Ne, da ist er nicht. Hier könnte er sein. Weil dann können wir die Sperre nämlich mal rausnehmen. Tankt er ab? Ja. Nee, mach ruhig weiter. Ich wollte nur die Sperre rausnehmen. Wir gehen hier rein. Ja, noch eine ganze Menge, würde ich sagen. Nur der soll den richtigen Güllebehälter leer machen und nicht den anderen, also den kleinen, nicht den großen. Uiuiui, das war aber auch ganz schön knapp. Sonst haben wir doch alles soweit. Einmal schauen, was haben wir noch zu ernten am morgigen Tag? Wir können natürlich einiges anpflanzen. Feld 23, also die müssen alle gepflügt werden. Feld 34 ist so gut wie fertig. Da gehen dann die der Steinesammler drauf. So, welche Felder sind jetzt noch erntebar? Hier ist Mais. Hier oben diese noch nicht. Ne, wir haben noch kein Unkraut, bis auf Feld 14. Feld 14 können wir noch mähen. Und dann sind wir hier. Besuchen wir. Ist Sojabohnen. Und nochmal Sojabohnen, die könnten wir eigentlich mit dem großen Mähdrescher machen. Und hier sind wir bei Sonnenblumen. Zwar auch ein Riesenfeld. Das kann aber der Kleine auch machen, oder? Sollen wir da mal den großen hinsetzen? Können wir dann beide große nehmen? So, er ist nämlich fast durch. Aber wir können eh nur einen nehmen, es sei denn, wir holen noch irgendwo Abfahrer her. Auf jeden Fall kann der schon mal hier aufs Feld. Weil der Flug ist ja durch, so fast. Kein Kurs generieren.
Zack, das ging ja schnell. Und auf der anderen Seite bitte hin. Ja, da fährt er gerade runter. Sollte aber den hier gar nicht mehr stören. Setzen wir hier an. Erster Wegpunkt. So, da brauchen wir jetzt auch noch nicht einstellen. Vielleicht reichen die ja die Menge, die da noch dran ist. Gut, dann würde ich sagen, was machen wir? Erste Sonnenblumen. Sonnenblumen gibt weniger Ertrag, aber Sorghum hier. Sojabohnen ist ja auch nicht so schlimm. Wir könnten ja auch den. Wir haben hier noch einen stehen, meine ich. Und erstmal schnappen wir uns hier jetzt mal den großen Drescher. Aber wer hat denn am meisten, weitesten zu fahren? Sonnenblumen? Zur Ölmühle würde ich die fahren. Das musste jetzt nicht sein, aber so, dann holen wir hier mal das Schneidwerk weg. Kommen wir so rum? Ja. Dann fahr du mal nach 54, das ist das größere. Da müssen wir hin, 54, okay. Oh, da pumpt er gerade ab. Achso, der klappt sich erst zusammen, okay. Entsperren. Ja, passt noch. Dann hoffe ich mal, dass er durchkommt. So, liebe Leute, das war's aber auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit Medien Stevie. Ciao, ciao.